Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Herzlichen Dank für die Rückmeldung zu unserer 100. Sendung. Die Gewinner sind jetzt eingeblendet. Und wir werden jeden Gewinner persönlich anschreiben und ihm ein kleines Präsent zusenden. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Heute zum Thema: Wir haben einen grenzenlosen Gott. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Wir haben einen grenzenlosen Gott. Und das hat mich heute Morgen so erinnert an die Zeit, als ich ein Kind war und meine Eltern hatten begonnen, Rundfunksendungen zu machen. Meine Mutter hatte einen Schallplattenverlag und da gab es eine Schallplatte, da war das Lied drauf: Es gibt keine Grenzen für Jesu Macht. Und viele wissen, die uns kennen, dass das der Satz war meines Vaters: Es gibt keine Grenzen für Jesu Macht. Und er hat das auch gelebt. Auch das ganze Werk ist eigentlich so entstanden, weil trotz vielen Problemen, die wir hatten, gab es für ihn keine Grenzen. Das, was Gott wollte, dass es gebaut wird und gemacht wird, da hat er Gott vertraut, dass es wirklich passiert. Und es ist auch passiert. Und wenn wir jetzt wieder in einer Woche leben, wo so viel zugemacht wird hier in unserem Land und die ganze Pandemie und die ganzen Medien sind voll mit dem ganzen Zeug, was man alles nicht darf, da fiel mir das wieder ein: Es gibt aber keine Grenzen für Jesu Macht. Und ich sag dir, konzentrier dich auf das: Es gibt keine Grenzen für Jesu Macht, auch in deinem Leben. Du kannst vielleicht jetzt nicht mehr da oder dorthin, musst dich vielleicht physikalisch mal einschränken. Aber die andere Seite ist das: Gott ist größer und es gibt keine Grenzen für Jesu Macht. Und danke, Herr, dass wir das auch leben dürfen. Dass wir jetzt nicht in die Jammererei hineintauchen, Herr, mit allen und alles, was so alles nicht mehr geht. Ich danke dir dafür, dass dein Wort nach wie vor Gültigkeit hat. Und es gibt keine Grenzen für Jesu Macht. Lass uns das leben. Lass uns auch, indem wir das leben, für unsere Mitmenschen ein großes Zeugnis sein. Amen. Es gibt keine Grenzen für Jesu Macht. Das ist wirklich wahr. Und deshalb wollen wir beten. Und eine Frau schreibt uns auf WhatsApp ihr Gebetsanliegen. Vielen Dank für die Gebete. Bitte betet für meinen Mann. Er hat Verdacht auf Darmkrebs. Bei mir sind es immer noch Panikattacken und Angst wegen Corona. Mein Mann gehört zur Risikogruppe. Und Jesus, ich danke dir, dass du dieses Ehepaar siehst. Und ich danke dir, dass du eingreifst bei diesem Mann, der Verdacht auf Darmkrebs hat. Und wir danken dir, dass dieser Verdacht sich nicht bestätigt, sondern dass du eingreifst und dass dieser Darm völlig in Ordnung ist. Und ich danke dir auch, dass du dieser Frau begegnest mit ihren Panikattacken. Danke, Jesus, dass dein Friede in ihr Herz hineinkommt, dass sie wirklich ihr Vertrauen auf dich setzen und keine Angst zu haben brauchen wegen Corona. Danke, Jesus, dass du stärker bist und dass du über jeder Corona stehst und auch über jedem Virus und auch über jedem Krebs. Und ich danke dir, Jesus, dass du da Wunderbares tust an diesem Ehepaar. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt für ihre Mutter: Hallo, liebes Gebetsteam, ich habe ein Gebetsanliegen. Meine Mutter hat seit ein paar Monaten ein offenes Bein und große Schmerzen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns im Gebet unterstützen könntet, dass die Wunde schnell heilt und zugeht. Vielen Dank dafür. Und das wollen wir auch gerne tun. Jesus, ich danke dir, dass du auch diese Mutter kennst mit dem offenen Bein. Und ich danke dir, dass du da ein neues tust, dass du dieses Bein wiederherstellst in die göttliche Schöpfungsordnung, dass diese Wunde gereinigt wird und dass da wieder Haut drüber wächst. Danke, Jesus, dass du heilst und dass du auch da etwas Neues tust.
und dass diese Schmerzen weggehen. Danke, Jesus. Und wir gebieten, jedem Schmerz zu weichen im Namen Jesu, durch das Blut Jesu. Danke, Jesus, dass du der Herr bist, auch über dieser Frau, über diesem offenen Bein. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Die Infos sind eingeblendet. Und folgendes Gebetsanliegen erhielten wir. Liebes Gebetsteam, bitte betet für mich. Ich habe eine Blasenentzündung und muss wieder Antibiotika nehmen, habe aber noch Schmerzen und weiß nicht, ob es hilft. Habe auch eine Antibiotikaresistenz, aber unser Herr Jesus kann helfen. Ich bitte um Gebetsunterstützung und Weisheit des Arztes. Ich danke euch von ganzem Herzen. Ja, da ist ein ganz wichtiger Satz drin. Ich glaube, Jesus kann helfen. Und das ist wunderbar, wenn wir das tun können. Das ist schon mal, sagen wir mal, die halbe Voraussetzung. Und dafür wollen wir jetzt auch beten, dass Gott da auch das Wunder tut. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du jetzt auch mit dieser Entzündung alles weißt. Und danke, Herr. Herr, du kennst auch die ganze Konstellation. Und Herr, du hast uns geschaffen, erschaffen. Und für dich ist das kein Problem. Und Herr, ich danke dir dafür, dass wir auch Normalität auch in diese Entzündung, in diesen Körper hineinrufen dürfen, dass diese Entzündung verschwindet. Auch all das, was das hervorruft oder gerufen hat. Und ich danke dir dafür, Herr, dass alles verschwindet, Herr, weil du der Helfer, der Heiler bist. Danke, Herr, für eine Normalität auch in diesem Körper. Amen. Amen. Und weiter schreibt eine Frau uns über WhatsApp. Liebes Gebetsteam, ich bitte Sie um Gebet für eine Freundin. Sie ist 63 Jahre alt und hat vor 2 Wochen erfahren, dass sie Bauchspeicheldrüsenkrebs hat. Bei der letzten Arztbesprechung wurde ihr noch 5 bis 6 Monate Lebenszeit zugesagt. Wir waren alle schockiert darüber. Ich habe die ganze Situation abgegeben und ich weiß, dass der Herr Wunder tun kann. Bitte beten Sie dafür. Ja, auch hierfür beten wir gerne und wir haben so viele schon erlebt, die gerade an Bauchspeicheldrüsenkrebs berührt worden sind. Es ist aber nicht unsere Sache, sondern es ist Gottes Sache und dafür wollen wir jetzt ihm danken, dass er das tut. Danke, Herr. Du kennst jetzt auch diese Person, Herr, mit Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ich danke dir dafür, Herr, dass du jetzt wunderbar der Eingreifende bist. Herr, dort, wo nichts mehr geht, da bist du da. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du alles in deiner Hand hältst und dass du nicht irgendjemand vergisst oder alleine lässt, sondern Herr, dass wir, Herr, diese Person ganz in deine Hände legen dürfen. Und Herr, wir glauben, dass du heilen kannst. Und danke, Herr, wir bitten, berühre du diese Person, durchströme den ganzen Leib. Herr, mit deinem heilenden Blut und danke, Herr, dass auch dieser Krebs weichen muss in Jesu Namen und vertrocknen muss in Jesu Namen. Amen. Amen. Es gibt keine Grenzen für Jesu Macht und das erleben auch viele Menschen, die uns schreiben in den unterschiedlichsten Lebenssituationen. Und da schreibt uns zum Beispiel auf WhatsApp jemand: Mein Enkel, der am Burnout-Syndrom erkrankt war, hat auch einen übernatürlichen Schub an Lebensmut und Schaffensfreude vom Herrn erhalten. Herzlichen Dank für euren unschätzbaren Dienst. Das ist doch wunderbar. Und jemand schreibt uns: Kurz nach eurem Gebet rief die Arztpraxis an, alles okay. Danke und Freude über seinen Segen. Eine weitere Gebetserhörung. Lieber Daniel, liebe Isolde, vielen herzlichen Dank für eure Gebete. Unser Schwiegersohn hat zum 1. Oktober eine neue Arbeitsstelle bekommen. Nach monatelanger Suche ist er nun glücklich und froh, dass er wieder in dieser sehr schwierigen Zeit einen Job gefunden hat. Danke, Jesus, dass du all die Gebete erhört hast. Liebe Grüße. Das ist wunderbar. Gott erhört Gebet. Und kurz und bündig schreibt jemand: Vielen Dank, die Leberwerte sind ganz in Ordnung. Und noch ein letztes. Ich möchte euch gerne mein Zeugnis schreiben.
Meine Geduld, eure Gebete und meine Gebete haben sich ausgezahlt. Der Herr hat mir eine richtig gut bezahlte Stelle im öffentlichen Dienst ermöglicht, wo ich nicht damit gerechnet habe, einfach annähernd eine Chance zu haben. Das ist ein richtiges Wunder. Ich kann gestärkt und mit voller Zuversicht in die neue Arbeit starten. Danke, Jesus. Und Gott tut wirklich Wunder. Ja, hast auch du ein Wunder erlebt? Es ist immer so schön, solche Wunder zu hören, wie Gott etwas getan hat, sei es große oder kleine Dinge. Lass es uns wissen über die eingeblendete WhatsApp-Nummer. Und nun der Tipp des Tages. Es gibt keine Grenzen für Jesu Macht. Ich habe darüber gesprochen und lass diesen Ausspruch mal wirklich in deinem Herzen richtig Frucht bringen. Du bist so bombardiert heutzutage von all dem Negativen, was über die Medien kommt, all über diese Einschränkungen. Ich sag dir, nimm diese Perspektive. Es gibt keine Grenzen für Jesu Macht. Und sag auch ganz speziell für deine Situation. In meiner Krankheit gibt es keine Grenzen für Jesu Macht. In meinem Leben setze deine Sache ein und es wird dir Kraft geben. Denn bei Gott gibt es wirklich keine Grenzen. Ja, und wenn du Hilfe brauchst, dann schreib uns dein Anliegen oder ruf an, heute bis 13 Uhr am Telefon. Ja, und Sonntag sind wir wieder da im Livestream, im Gottesdienst. Aber was ganz Besonderes ist, Samstag. Samstag würden wir eigentlich in Zofingen sein, in der Schweiz, in dem Saalbau. Hätten eine wunderbare Veranstaltung mit unseren Schweizer Freunden. Das geht leider nicht aus der aktuellen Situation. Aber wir streamen. Samstag ab 13 Uhr bis 15 Uhr. Gerne kannst du über YouTube oder unserem Streamkanal mit uns dabei sein. Ja, und wir freuen uns, dass du auch heute dabei warst und verabschieden uns und wünschen dir Gottes Segen. Ja, und wenn du so seltsame Geräusche gehört hast, das ist bei uns auf der Straße. Wir bauen ja gerade unser Studio und sind so dankbar, wenn wir das haben, denn hier ist es so laut. Alles Gute und Gottes Segen. Tschüss. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.